Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir gemeinsam ganz, ganz leckere Schokoschneekugeln. Das Besondere an denen ist, sie gehen super einfach, sind gut vorzubereiten. Ihr habt keine Eierreste, also wir verwenden 2 Eier und die komplett. Und verfeinern könnt ihr die natürlich auch noch ganz nach Belieben. Ich verfeinere die heute mit Tonkabohne. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Einmal kann man die als Paste in der Backabteilung finden oder als Tonkabohne in der Gewürzabteilung. Und da verhält es sich so wie mit der Muskatnuss, nur ein bisschen davon. Wir benötigen 2 Eier der Größe M, dann in etwa 150 Gramm Zucker, Vanilleextrakt, 50 Gramm Zartbitterkonfitüre oder eher gesagt Zartbitterschokolade, 30 Gramm Butter. Außerdem benötigen wir noch 5 Esslöffel Kakaopulver, das sind in etwa 40 Gramm. Außerdem noch 180 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Salz sind schon drin. Dann in etwa ein bisschen Tonkabohnenpaste oder Tonkabohne. Und zum Ende zum Wälzen benötigen wir noch in etwa 2 Esslöffel Puderzucker, das sind in etwa 60 Gramm. Ich habe mich für die Zubereitung im Thermomix entschieden. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne, nur so. Ich werde dann nebenbei die Steps sagen, die man auch ohne Thermomix, wie man die macht. Da wir später ein Wasserbad benötigen, machen wir jetzt als ersten Schritt erstmal, dass wir die Schokolade zerkleinern, damit wir den Mixtopf nicht nochmal zusätzlich spülen und trocknen müssen. Spülen müssen wir später schon nochmal einmal kurz, aber wenigstens nicht trocknen. Und deswegen geben wir jetzt die Zartbitterkonfitüre in den Mixtopf für 10 Sekunden auf Stufe 8, zerkleinern das Ganze und füllen das dann hier wieder um. Jetzt geben wir die Eier, Zucker und Vanilleextrakt in den Mixtopf und lassen das Ganze für 4 Minuten auf Stufe 4 verrühren. Und dann füllen wir das wieder in das Schälchen um. Jetzt geben wir noch mal ganz kurz Wasser in den Mixtopf. Ich mache jetzt 2-mal auf Turbogang, schütte das aus und dann reicht das auch schon mit dem Ausspülen. Und jetzt geben wir die Schokolade in den Mixtopf mit der Butter zusammen und lassen das Ganze für 4 Minuten auf 45 Grad Stufe 2 schmelzen. Und an der Stelle, wer kein Thermomix hat, macht das Ganze einfach über dem heißen Wasserbad. Da auch die Schokolade vorher richtig schön fein hacken, damit es schneller schmilzt, mit der Butter zusammen über dem heißen Wasserbad. Wichtig ist, dass der Topf nicht das Wasser unten berührt und dann geht auch nichts schief. Und jetzt geben wir alle restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für 20 Sekunden auf Stufe 3,5 verrühren. Füllen das Ganze, nicht wundern, der Teig ist, ich habe am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, auch gedacht, wow, wie sollen denn daraus Plätzchen werden? Der ist ziemlich noch, ja, so cremig und nicht fest, aber ist genau richtig. Füllt den einfach nur in eine flachere Schale um, deckt das Ganze ab und lasst es im Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden kühlen. Und jetzt, nach der Kühlzeit, seht ihr, der Teig ist richtig fest geworden. Jetzt kann man sich entweder einen guten Eisportionierer verwenden. Da ist aber ganz, ganz wichtig, nur einen verwenden, der wirklich eine gute Qualität hat. Ansonsten macht ihr den kaputt, weil der Teig sehr, sehr fest ist. Die von Pampery Chef, das funktioniert super, das habe ich schon getestet. Ist halt nur etwas schwerer, weil das ja eine sehr feste Masse ist. Oder ihr nehmt euch einfach 2 Teelöffel und formt einfach walnussgroße Kugeln. Und dann einen Tipp, gebt die am besten direkt in den Puderzucker erstmal rein. Wälzt das Ganze und dann nehmt ihr sie aus der Hand und formt die zu richtig schönen Kugeln und verteilt sie auf eurem Backblech. Bevor wir jetzt mit den Formen, also mit den Kugeln, anfangen, heizen wir den Backofen schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Und
dann brauchen unsere kleinen, kleinen Kekschen in etwa 12 Minuten. Also 12 Minuten war bei mir perfekt. Schaut einfach in eurem Backofen, je nachdem wie heiß der wird, guckt am besten schon mal nach 10 Minuten rein und dann sind die auch schon fertig. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, die Plätzchen oder die Plätzchen-Idee hat euch gefallen und ihr probiert die auch mal aus. Uns hat die wirklich richtig, richtig gut geschmeckt. Vor allen Dingen schmecken die auch noch warm. Wenn ihr die warm isst, haben die sogar noch innen drin so einen richtig schönen, weichen Kern. Und kalt schmecken sie natürlich auch. Dadurch werden die ein bisschen fester, aber schmecken trotzdem wirklich super. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken und bei euren Plätzchenrezepten. Schreibt mir doch mal, welche eure Lieblingsrezepte sind. Also ich mache es immer so, dass ich die Standard-Basic-Rezepte eigentlich jedes Jahr backe und dann aber immer noch so ein paar Rezepte aussuche, die ich noch nicht kenne und die ausprobiere. Vielleicht ist ja das auch ein Rezept, was ihr ausprobiert. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderschöne Adventszeit und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!